Hallo zu diesem neuen Video. Ja, die Bikepacking-Saison ist noch nicht vorbei, würde ich sagen. Also wenn ihr noch einen Overnighter machen wollt oder auch vielleicht eine längere Bikepacking-Tour, dann habt ihr bestimmt jetzt noch ein paar Tage Zeit. Naja gut, man kann auch im Winter bikepacken, ne? So ist es nicht. Für die meisten ist es natürlich ein bisschen komfortabler im Sommer. Was braucht man natürlich dazu? Bikepacking-Taschen. Also sofern ihr nicht mit einem Gepäckträger fahrt, das ist natürlich auch völlig in Ordnung. Und ihr wisst, es gibt mittlerweile so viele Hersteller, die Bikepacking Taschen bauen. Ich zeige euch heute einmal im Speziellen die Capsule-Taschen. Vielleicht habt ihr die Marke schon mal gehört. Ganz coole Features, aber wir wollen in dem Video auch so ein bisschen klären, was muss eigentlich allgemein so eine Bikepacking-Tasche können? Wo muss sie gut sein? Und welche Features sind cool? Denn es ist irgendwie heutzutage auch so, jeder Hersteller hat so irgendwie ein bis zwei Taschen mit so kleinen Features, die irgendwie so rausstechen. Irgendwie macht es natürlich total Sinn, dass Hersteller nicht alles neu erfinden, aber viele Hersteller haben eben so ja kleine Features, die irgendwie eine oder auch alle so ein bisschen besonders machen. Und da kommt es natürlich komplett auf euch an, seid ihr wer dafür oder eben nicht. Ja, also einmal ganz allgemein, man muss dazu sagen, heutzutage gibt es eigentlich nicht mehr so viele Hersteller, die wirklich schlechte Bikepacking-Taschen herstellen. Also wenn ihr irgendwie den Namen schon mal gehört habt, dann ist es vermutlich so, dass das schon ganz gute Qualität ist. Natürlich ist das ein wichtiger Aspekt bei Bikepacking-Taschen allgemein. Die Qualität muss stimmen. Tja, woran kann man das auch irgendwie noch messen? Natürlich so ein bisschen am Material. Es soll natürlich stabil sein. Es soll gleichzeitig aber auch noch leicht sein. Und da unterscheiden sich manche Hersteller schon. Ja, die einen machen so ein bisschen robusteres Material. Die anderen machen vielleicht ein bisschen leichteres Material. Natürlich muss man hier irgendwo die Waage finden. Also wenn ihr Bikepacking-Taschen kauft, müsst ihr natürlich irgendwie für euch wissen, soll das möglichst leicht, schnell, aerodynamisch und so weiter sein, oder sollen das so Heavy-Duty Sachen sein, die wirklich lebenlang halten? Eine weitere große Sache beim Bikepacken ist natürlich, eure Taschen sollen irgendwie möglichst wasserdicht sein. Ich sag auch in Anführungszeichen möglichst wasserdicht. Kaum eine Tasche heutzutage kann man so komplett irgendwie hier in den Fluss werfen. Das ist natürlich klar. Schuld sind wir da natürlich auch irgendwie dran, denn wir wünschen uns auch irgendwelche Ausgänge für irgendwelche Kabel, dass man eine Powerbank oder irgendwie so ein Lupine-Akku oder sowas in der Tasche haben kann, damit das Kabel rausgehen kann und sowas. Das sind natürlich alles Sachen, ja, dadurch kann die Tasche einfach nicht, also kann man nicht ins Wasser schmeißen. Nichtsdestotrotz, die meisten Taschen heutzutage sind irgendwie wasserdicht. Also wenn ihr in starken Regen kommt, dann sollte die Tasche schon irgendwie wasserfest sein. Gibt es auch immer wieder Hersteller, die dann zum Beispiel Reißverschlüsse nicht wasserdicht fertigen und so weiter. Da muss man natürlich auch drauf achten. Bikepacking-Taschen sollten irgendwie gut zu packen und zu montieren sein. Und ja, das machen mittlerweile auch fast alle Hersteller eigentlich ähnlich. Also da hat man entweder so, ja, Klettbänder, manchmal kann man auch oben was auf dem Top-Tube draufschrauben und so weiter. Da müsst ihr natürlich den richtigen Rahmen für haben erstmal und dann die richtige Tasche natürlich. Aber grundsätzlich von der Befestigung sind heutzutage auch fast alle Bikepacking-Taschen ähnlich, muss man sagen. Da gibt es hier und da eher so kleine Features, die man dann vielleicht cool findet von einer bestimmten Marke. Oh, dieser Zug, ne? Weiß nicht, ob man das hört. Ich warte mal lieber. Ja, und mein letzter Punkt, beziehungsweise auch eigentlich dann, wenn ich ehrlich bin, doch einer der wichtigsten Punkte, ist die Optik. Ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht, aber wenn ich Bikepacking-Taschen kaufe, und da muss man ja auch wirklich sagen, wenn man hochwertige Taschen kauft, dann ist das auch nicht ganz günstig, so ein ganzes Fahrrad auszustatten. Aber natürlich will man da irgendwie auch eine Tasche, die jetzt nicht total blöd aussieht am Fahrrad. Und ich glaube, das ist auch das Ding, wenn man jetzt von einem bestimmten Hersteller irgendwelche Features hat, die einen einfach total ansprechen, die total cool sind, dann möchte man eigentlich auch sein Rad komplett damit ausstatten. Ist natürlich durchaus eine Variante, wenn ihr gar nicht so mega doll bikepacken wollt, also nicht so
wie hier jetzt das Fahrrad komplett voll haben möchtet und nur eine Tasche braucht, dann ist das natürlich ein bisschen eher machbar als jetzt so ein komplett ausgestattetes Fahrrad. Aber ja, ich finde auf jeden Fall, Aussehen ist sehr wichtig bei Bikepacking-Taschen, also für mich zumindest. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr das seht. Ist euch beim Bikepacken, wow, ist es euch beim Bikepacken wichtig, dass die Taschen und euer Fahrrad irgendwie cool aussieht? Kommen wir also einmal zur Firma Capsuled. Ja, gibt so ein paar verschiedene Farben davon. Allerdings, wir, wie ihr wisst, machen immer das, was uns gefällt. Und uns gefällt, ehrlich gesagt, ja, dieses schöne Grau hier. Deswegen haben wir auch nur die Farbe am Shop. Habt ihr aber natürlich vielleicht schon mal in einer anderen Farbe gesehen. Und wenn ihr von der Firma gehört habt, dann habt ihr mit Sicherheit auch schon sozusagen das Feature der Taschen überhaupt gesehen. Denn alle Taschen von Capsuled haben kleine Gucklöcher, also wirklich so transparente Fenster hier drin, damit man sehen kann, was drin ist. Also egal in welcher Tasche, ob in der Top-Tube oder der Rahmentasche, auch hier in der Arschrakete und in der Rolle hier vorne am Lenker, überall sind halt diese schönen Fenster drin. Und man kann sehen, was da drin ist. Ja, für die einen ist es ein Mega-Feature, für die anderen ist das irgendwie so, hä, was soll das? Warum macht man das? Weißt du nicht, was in deiner Tasche drin ist? Und ich glaube tatsächlich, da gibt es einfach unterschiedliche Leute. Und Leute, die öfter Bikepacking gemacht haben, die können das dann vielleicht verstehen. Also wie gesagt, nur die Hälfte davon vielleicht. Ich glaube ja, für meinen Anwendungszweck ist es perfekt, weil ich meistens eigentlich festgepackte, ja, Strukturen habe sozusagen. Ich weiß genau, in meiner Arschrakete ist zum Beispiel mein Zelt, mein Schlafsack und meine Isomatte und vielleicht noch mal ein paar Klamotten. Ich weiß, in meiner Oberrohrtasche sind dann irgendwie ein paar Riegel. Aber meiner Erfahrung nach ist es auch so, dass es immer mal wieder ein paar Sachen gibt, die sich verschieben. Also nehmen wir jetzt mal in meinem Beispiel meine Regenjacke. Die ist auch noch gelb. Also eigentlich ziemlich gut zu erkennen, aber meine Regenjacke wandert manchmal von der Arschrakete in die Frame Bag, in dem Fall vielleicht sogar in die Top Tube Bag und sonst wo, und ich weiß nie genau, wo meine Regenjacke ist. Jetzt muss man natürlich auch sagen, diese Fenster sind jetzt nicht mega groß, sondern so, dass man irgendwie immer so, ja, vielleicht zwei, drei Sachen sehen kann, je nachdem, wie man packt. Da muss man natürlich auch drauf achten. In meinem Fall wäre es halt eigentlich total geil, weil ich meine Regenjacke dann einfach irgendwie hier direkt ans Fenster stopfe und ich weiß genau von außen schon, ja, da ist meine Regenjacke. Also ist ja wohl völlig klar, dass ich jetzt nicht mein Portemonnaie mit irgendwie 50ern herausgucken ans Fenster stecke. Versuchen, smart zu packen, so dass man wirklich auf Anhieb sieht, da ist das drin, da ist was drin. Ich weiß auch, dass das gerade, wenn man mehrtägig unterwegs ist, auch echt mal schwierig sein kann und man plant alles vorher und auf den ersten Tagen merkt man, ja, so wie ich es gepackt habe, das macht überhaupt keinen Sinn. Es ist zwar super schön, wenn irgendwie Hygiene in einer Tasche ist und dann in der anderen vielleicht Werkzeug zum Reparieren, falls mal was kaputt geht. Die Realität sieht natürlich meist so aus, dass das dann irgendwie doch alles nicht so richtig toll zusammenpasst. Man hat irgendwie weniger Hygiene als Werkzeug und da muss man irgendwie alles so ein bisschen verteilen. Und ja, gerade für diese kleinen Sachen, die man dann aber auch häufiger braucht oder eben nicht so häufig und deswegen gar nicht mehr weiß, wo sind die jetzt drin, finde ich es eine coole Option. Da interessiert mich auch auf jeden Fall eure Meinung. Schreibt es gerne mal rein. Auch die Leute, die es richtig cool finden, ist mir klar, dass es viele Leute gibt, die das gar nicht toll finden. Oder was heißt gar nicht toll? Vielleicht einfach nicht, ja, nicht nützlich. Ich für meinen Teil finde, es ist einfach eine richtig geile Idee. Es ist die erste Firma, die auf diese Idee überhaupt gekommen ist. Ich weiß gar nicht, ob es da ein Patent gibt mittlerweile. Ich finde es auf jeden Fall smart. Bevor ich euch gleich nochmal die Taschen einzeln zeige, möchte ich eigentlich erstmal, ja, die speziellen Features so ein bisschen herausheben. Ja, von denen ich auch eben gesprochen habe. Also jeder Taschenhersteller hat sozusagen irgendwie ein, zwei Taschen immer, die, ja, manchmal sind es auch mehr, die irgendwie besonders sind. Und im Fall Capsuled haben wir da auch nochmal die Oberrohrtasche, die einfach mit 2,5 Litern extrem groß ist. Und ja, mir fällt ehrlich gesagt keine andere Top-Tube-Tasche ein, also Oberrohrtasche, die so groß ist. Ich weiß, es gibt einige Hersteller, die haben so längliche Taschen, zum Beispiel Apidura und Cyclide und so weiter. So große Taschen habe ich bislang noch nicht gesehen. Also hier sieht man, die Tasche geht halt übers ganze Oberrohr und es gibt auch für hier vorne noch so einen kleinen Gummipuffer, den man damit einbauen kann. Habe ich in meinem Fall jetzt gar nicht gebraucht. Natürlich auch mit diesem großen Fenster
hier. Was ich bei so großen Taschen auch immer ganz gut finde, wir haben hier vorne einen Reißverschluss und hier hinten, natürlich ist es irgendwie der gleiche Reißverschluss, aber ihr könnt die Tasche eben vorne aufmachen oder hinten. Dadurch, dass sie so groß ist, ja, ihr seht, meine Powerbank ist da vorne, da will ich irgendwie ran. Oder meine Riegel sind da hinten will ich ran, da müsst ihr eben nicht die ganze Tasche ja so aufmachen und alles kann rausfliegen, vielleicht auch während der Fahrt und sowas. Also so finde ich es ziemlich cool. Ich mache die hier jetzt einmal auf und wir sehen hier, das ist einmal ja, dieser Abstandshalter-Puffer, den man hier vorne eben noch reinmachen kann. Wie gesagt, in meinem Fall habe ich das jetzt gar nicht gemacht. Und wir sehen jetzt hier auch meinen Schlüsselbund. Das nehme ich mal raus. Auf jeden Fall ein Feature, ich weiß nicht, ob man das jetzt hier sieht mit dem Licht. Hier oben ist so eine kleine Durchführung, hier unten ist eine kleine Durchführung, wo ich eben den Strap hier nach vorne festgemacht habe. Die Taschen kommen immer mit ja, einigen von diesen Straps, ich glaube 5, 6 Stück sind es immer an der Zahl, die man dann einfach frei einteilen kann. Und auch hier unten sehen wir dann mehrere Punkte, wo man die Tasche wirklich anbringen kann. Auch hinten gibt es nochmal so eine Durchführung, um das hier hinten einfach nochmal festzumachen an der Sattelstütze. Und dadurch wird die Tasche natürlich auch extrem stabil. Ihr seht natürlich, die Tasche ist hoch. Für 2,5 Liter braucht man einfach Platz nach oben. Die kann hier so ein bisschen hin und her flexen. Das ist ganz normal. Also das hat man aber heutzutage auch fast bei jeder Tasche. Ja, ich würde da auch tatsächlich sagen, it's not a bug, it's a feature irgendwie. Weil wenn ihr Wiegetritt fahrt mit Oberrohrtaschen, da gibt es immer mal wieder Leute. Bei mir war das auch öfter mal so früher, dass es manche Taschen gibt, die einfach sehr, sehr starr waren und dann aber auch sehr breit aufgebaut haben. Und man hat sich einfach die Knie damit aufgeschubbert. Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, bei der Tasche, die bin ich jetzt hierher schon Probe gefahren und ich habe da kniemäßig keine Probleme gehabt. Ich hatte sogar anfangs ein bisschen Sorge, dass man vielleicht Probleme kriegt, gerade ja, weil das Material sich jetzt eigentlich gar nicht so mega weich anfühlt. Aber am Knie war es dann doch irgendwie angenehm, wenn ich jetzt mal so bewusst versucht habe, mit dem Knie da ranzukommen oder auch im Wiegetritt. Und auch dieses Fenster, da dachte ich, naja, nicht, dass das irgendwelche scharfen Kanten hat, aber auch das hat mich gar nicht gestört jetzt. Und dazu muss man sagen, wenn man da mit dem Bein rankommt, dann ist es eben auch eigentlich ganz cool, dass die Tasche so ein bisschen nachgeben kann. Kommen wir einmal zur Rahmentasche und die ist verhältnismäßig klein, würde ich sagen. Ja, also mit 3 Litern jetzt keine Full-Frame-Bag oder sowas. Jetzt könnte man aber dazu sagen, dass es vielleicht schon ein Feature ist, gerade für Leute mit kleineren Rahmen, so wie bei mir. Denn oft will man ja noch irgendwo eine Trinkflasche anbringen. Das kann ich in meinem Fall jetzt hier hinten total gut machen. Wir haben mit der Tasche und diesen ganzen Optionen zum Mounting sogar die Möglichkeit, die Tasche weiter hinten anzubringen. Also ganz hier hinten im Dreieck oder eben hier vorne. Man könnte sie theoretisch auch drehen in alle möglichen Richtungen und irgendwie anders anbringen. Wahrscheinlich sogar irgendwie hier nach unten. Also ich finde es extrem cool, dass einem da ja so viele Freiheiten gelassen werden. Also macht, was ihr wollt mit der Tasche. Bringt die an, wie ihr möchtet. Und natürlich macht es auch total Sinn, dass dann Oberrohrtaschen eher größer gemacht werden, wenn Rahmentaschen eher kleiner sind. Heutzutage fahren natürlich auch viele mit Trinkblase oder Flaschen in Food Pouches oder sonst was. Ich finde es eine coole Option. Ja, ist halt nicht mega groß, passt hier richtig schön rein. Trotzdem passt da auf jeden Fall eine Menge rein, denn man kann sie halt auf eine andere Art und Weise aufmachen und das ist auf jeden Fall auch nochmal outstanding sozusagen. Denn hier sieht man schon, also die Tasche von der linken Seite, hier ist natürlich kein Fenster drin, sondern auf der anderen Seite. Aber hier gibt es eben auch so 2 Reißverschlüsse. Einmal ganz normal, oben kann man aufmachen und hier auch schon so reingreifen. Die andere Option ist, ihr macht den anderen Reißverschluss auch noch runter und könnt damit die ganze Tasche aufklappen. Ja, und dafür, dass es dann eigentlich nur 3 Liter sind, habt ihr dann natürlich extrem viel Platz trotzdem. Also ihr könnt auch echt große Sachen hier reinstecken. Ja, eine Sache, die bei kleineren Taschen immer so ein Problem ist, dass man da durch die kleinen Öffnungen sowieso gar nicht so viel reinstopfen kann. Pack it up. Eine Sache muss man dann dazu sagen, wegen ja, diesen 2 Reißverschlüssen hier ist das natürlich so gelöst und aber auch total cool gemacht. Ihr habt hier oben eben diesen Schutz, dass da trotzdem kein Wasser dann eindringen kann. Also die Reißverschlüsse werden dann da drunter geschoben. Zack, und ist dann halt trotzdem regengeschützt. Und hier sieht man auch hinten eben diese ganzen Durchführungen, wo man dann Sattelrohr montieren könnte.
Noch ein richtig geiles Produkt von Capsilt finde ich übrigens diesen Dryback hier. Deswegen habe ich den nochmal mitgebracht. Also wir haben auch noch andere Produkte von Capsilt. Das ist jetzt sozusagen, ja, die Bikepacking Essentials habe ich mal dabei. Da gehört für mich aber auch dieser Dryback noch mit dazu. Denn ja, den haben wir tatsächlich auch in Gelb aufgenommen, damit man den gut findet. Denn wir sind in der Firma auf jeden Fall mittlerweile auch Freunde von Taschen in der Tasche geworden. Einfach weil man viel besser sortieren kann. Hier ist wirklich nochmal ein System, was extrem wasserdicht ist. Und ein Dryback mit diesem Fenster drin ist halt auch mega cool, finde ich. Also ich halte das einfach mal hier so in die Kamera. Also einmal ein gelber Dryback. Gibt es in zwei verschiedenen Versionen, wie ihr das von Drybacks kennt. Ja, so ein Rolltop-System. Also ihr rollt das ein und könnt das dann hier so ein Schnappverschluss zumachen und habt dann hier so kleine Karabinerhaken mit so einem Gurt, was ihr natürlich auch abmachen könnt, wenn ihr das nicht wollt. Allerdings muss man sagen, ja, ich weiß gar nicht genau, wie man das nennt, aber das sind diese, ja, Anschnallgurte, die man aus dem Auto kennt. Schulterschmeichler, sage ich mal. Geiler Dryback. Also wirklich immer eine coole Sache, um die einfach so dabei zu haben und auf einer Bikepacking-Tour dann eben auch damit kurz einkaufen zu gehen oder so oder irgendwelche Akkus und sowas drin zu haben. Ja, Wertsachen, die man einfach so mitnehmen kann. Was habe ich jetzt noch an meinem Rad dabei? Ja, einmal eine Lenkerrolle mit 7 Litern und die Arschrakete Saddlebag mit 14 Litern. Mega outstanding, da einfach dieses Fenster, was in den Taschen natürlich auch drin ist, wie in allen Taschen hier. Viel mehr kann ich über die beiden Taschen jetzt aber auch gar nicht sagen. Hört sich jetzt so negativ an, aber nein, ich habe eigentlich nur Positives über die Taschen zu sagen. Also sowohl wie das montiert wird, wie die Qualität ist, wie die Schnappverschlüsse sind und so weiter. Das überrascht mich jetzt nicht, aber es ist halt einfach gute Qualität. Also wie bei anderen guten Herstellern ist es einfach so, dass die Sachen cool gefertigt sind. Und wie ich auch am Anfang schon meinte, und da habe ich jetzt ehrlich gesagt auch nichts anderes erwartet, ich kann vielleicht bei der Satteltasche noch dazu sagen, dass die Montage extrem easy ging. Da gibt es auf jeden Fall auch ein paar andere Hersteller, wo ja sich die Tasche manchmal so ein bisschen verzieht, wenn man falsch gepackt hat und so weiter. Das macht hier einen extrem guten Eindruck. Also diese beiden Straps hier haben natürlich irgendwie alle Hersteller heutzutage, so kleine Straps, um die Satteltasche dann eben an der Sattelstütze hier nochmal zu befestigen. Der Rest geht hier einfach durch die Sattelrails durch, wie man das kennt. Und auch zugemacht wird das hier durch dieses Roll-Top-System. Also ihr könnt die Tasche eben auch kleiner oder größer machen. Und ja, auch natürlich so Gebimse habt ihr hier drauf, um nochmal was zu befestigen. Alles normal, wie andere Taschen das haben. Aber dieses System funktioniert extrem gut. Wir haben nämlich hier zwischen der Sattelstütze, also hinter der Sattelstütze sozusagen, haben wir einfach ein anderes Material, was so, ja, so leicht gummiert ist, dadurch sich extrem cool anschmiegen kann hier und auch nicht verrutscht. Also das finde ich eine geile Sache. Und auch die Lenkerrolle, ja, da gibt es eigentlich keine Überraschung. Ja, was man hier sieht, ich habe einfach diese drei Abstandshalter jetzt mal montiert und wie ihr seht, ist es so ein bisschen blöd mit meinem Computer hier. Normalerweise würde die Tasche so sitzen, aber ihr kennt das vielleicht, Lenkerrolle allgemein, und deswegen mag ich das ja auch nicht so. Ihr seht, zwischen meinem Reifen und der Rolle ist halt nicht besonders viel Platz, und da rate ich euch einfach, also wenn ihr mit Lenkerrolle fahren möchtet, wenn das was für euch ist, dann gibt es so Bumper, die man hier zwischen die Spacer montieren kann. Lasse ich in der Videobeschreibung auf jeden Fall auch einen Link, die Tasche so ein bisschen nach oben halten, damit die eben nicht an Reifen kommt. Aber ja, ich bin ein kleiner Mensch und ich mag deswegen auch Lenkerrollen allgemein nicht so gerne. Auch hier natürlich mit so Gebimsel vorne dran, könnt ihr also auch noch mal eine Jacke oder sowas ranschnallen. Geil. Ja, nochmal mein schnelles Fazit zu den Capsilt-Taschen. Ich muss ja sagen, gar nicht das Fenster ist das Hauptfeature für mich, sondern dass sie auch einfach sehr, sehr geil aussehen und von der Qualität her einfach alles geil ist. Ich mag dieses super schlichte, trotzdem natürlich mit dem Gelb innen und auch der Dryback. Das ist einfach heutzutage auch gängig. Also wenn es noch Taschenhersteller gibt, die irgendwie innen schwarz machen, die haben es auch einfach nicht verstanden. Also man findet halt einfach gar nichts in so einer schwarzen Tasche wieder. Deswegen, es muss irgendwie hell sein. Gelb, grau,
passt gut zusammen. Ich finde die Taschen super schick, ansonsten halt einfach mega schlicht, keine irgendwie neongrünen Reißverschlüsse oder irgendwie sowas. Da gibt es halt auch voll viele Hersteller, die irgendwelche besonderen Schlaufen machen in irgendwelchen Farben, die man halt einfach nicht an seinem Fahrrad vielleicht haben will. Also bei den meisten Rädern, die ich sehe, passen die Farben der Bikepacking-Taschen oft nicht zusammen, es sei denn, man macht sich irgendwie Custom-Taschen, was natürlich auch eine Option ist. Nächstes Feature, da kommen wir jetzt wirklich zu den Fenstern, weil das finde ich einfach eine geile Idee. Wie gesagt, für meinen Anwendungszweck ist es halt mega cool. Denkt nicht, ich bin so vergesslich und vergesse wirklich alles, wo ich was hingesteckt habe. Es sind immer nur irgendwelche Kleinigkeiten und die würde ich einfach direkt am Fenster platzieren. Also manchmal hat man ja auch so kleine Dinger, ja, wo ist denn mein Portemonnaie, frage ich mich vielleicht dann 13 Mal am Tag und dann mache ich vielleicht 3 Taschen auf und gucke, oh, ist es da, ist es da? Ja, platziere es vielleicht doch am Fenster. Also kann man ja selber entscheiden, was man da jetzt hintut. Ist es das Portemonnaie, der Schlüssel, das Handy oder eben die Regenjacke? Kann ja auch der Lieblings-Moon Valley-Riegel sein. Und im Fazit muss ich auch nochmal sagen, also diese riesen Top-Tube-Bag, das ist eine Sache. Ja, muss man aber auch ehrlicherweise sagen, darüber stehen ist jetzt nicht das Angenehmste. Dafür ist die Tasche halt auch nicht gemacht. Also beim Fahren stört sie halt 0, gar nicht. Beim Auf- und Absteigen muss man halt einfach sein Fahrrad so ein bisschen in Schräglage bringen. Das ist aber auch eine Sache, ehrlich gesagt, die ich auch mit kleinen Taschen auf dem Oberrohr schon habe. Wenn man so ein gepacktes Fahrrad hat, dann steigt man irgendwie immer anders aufs Fahrrad, als wenn da gar nichts dran ist. Ich könnte mich mit der Höhe auf jeden Fall arrangieren. Ich finde es cool, dass man einfach so viel Platz hat und gerade wenn ihr vielleicht ein kleines Rahmendreieck habt oder einfach mega viel Kram braucht. Oberrohrtaschen sind ja sowieso oft auch beliebt, weil man eben während der Fahrt so geilen Zugriff hat, also auch während der Fahrt aufmachen kann, irgendwas rausnehmen, wieder zuziehen, essen, trinken, whatever what. Lasst mich auf jeden Fall nochmal wissen, wie findet ihr Capsule? Schreibt es in die Kommentare. Lasst ein Abo da, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, auf unserem Kanal. Checkt gerne unsere anderen Videos aus, unseren Podcast und alles mögliche, was wir so machen. Instagram, Facebook, dies und das. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video und ciao. Boah, ist das warm hier, ey. Fuck. Alter, hier sind so viele Tiere, ey. Ist auch schon ein bisschen länger, der Zug. Kurbel muss gerade sein, sonst kann ich das nicht. Einmal zur vier... Alter, jetzt kommt hier schon wieder ein Zug, ey. Warum habe ich mir diesen Platz ausgesucht? Ey, da kommt eine richtig große Lok. Ich hatte erst ein bisschen... Ja, wenn man dann mit dem Bein rankommt, dann hat man überall Fliegen. Noch ein richtig geiles Produkt, muss ich sagen. Oh, jetzt kommt da schon wieder so ein Scheißzug, ey. Um die dabei zu haben. Alter, diese Scheißzüge, ey. Zug. Alter, die Hälfte des Videos fährt hier einfach ein Zug durch die Gegend. Verdammter Zug. Ja, lasst mich auf jeden Fall auch nochmal in den Kommentaren wissen, was sagt ihr zu Capsules und was sagt ihr zu Zügen, die einfach super nerven.